Damen und Herren, herzlich willkommen zu Leute Deutsches Fernsehen an diesem 22.08. Es ist 22.15 Uhr und ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Tja, Kamelreiten unter Pyramiden, Schnorcheln im Roten Meer, Ägypten ein Reiseland, von dem die Deutschen schwärmen. Damit ist es erst einmal vorbei und Experten befürchten, dass es noch lange so bleibt. Tote auf den Straßen, brennende Polizeistationen, brennende Kirchen. Ägypten ist ein blutendes, zerrissenes Land, das nun vor der nächsten Militärdiktatur steht. Vor 2 Jahren hatte alles so hoffnungsvoll angefangen. Nicht nur die Ägypter waren stolz auf ihre friedliche Revolution und ihre ersten Schritte in die Demokratie. Wie konnte all das so schnell verloren gehen? Wieso wachsen statt Frieden und Wohlstand Gewalt und Armut? Hat auch der Westen zu viel erwartet? Darüber wollen wir heute reden mit diesen Gästen. Mazen Okasha. Der Reiseführer hat für die Revolution in Ägypten gekämpft. Jetzt verurteilt er das Vorgehen der Militärs. Das ist Faschismus. Hamed Abdel Samad. Der deutsch-ägyptische Autor sagt, der Sturz Morsis durch das Militär war richtig. Das war kein Putsch, sondern eine Befreiungsaktion. Lobna Azam. Von der Stiftung Wissenschaft und Politik widerspricht. Präsident Morsi hätte nicht gestürzt werden dürfen. Bei Neuwahlen würden sich die Ägypter wieder für eine islamistische Regierung entscheiden. Philipp Missfelder, der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, ist überzeugt. Unter Ex-Präsident Morsi hat sich die Lage verschlechtert. Die Muslimbrüder wollten Ägypten nie in eine demokratische Richtung führen. Und Peter Schollatour. Er sagt, wir können den arabischen Ländern Demokratie nicht überstülpen. Von einem arabischen Frühling haben nur Dummköpfe geredet. Den hat es nie gegeben. Sie sind zu Gast bei Maybrit Illner. Bei uns in der Sendung, die vor kurzem in Ägypten waren. Carina Steuer hat 3 Wochen Urlaub in Ägypten gemacht und Martin Mühlich kam heute aus Uganda und Sie sind zum allerersten Mal in Ägypten gewesen, Herr Mühlich. Und ausgerechnet am Tag Ihrer Abreise gab es die Warnung des Außenministeriums vor Reisen nach Ägypten. Mit welchem Gefühl geht man da so in den Flieger? Ja, man macht sich natürlich schon Gedanken, man kriegt diese ganzen Dinge mit durch die Medien. Ich habe mir selber zur Entscheidung, mache ich das wirklich oder mache ich es vielleicht nicht, auch vom Auswärtigen Amt diese Reisewarnungen genau durchgelesen. Und hier war zumindest zu dem Zeitpunkt, als ich mich entschieden habe, noch drauf gestanden, dass es, also das Reisen um das Rote Meer nicht von irgendwelchen Gefahren betroffen sind und habe letztendlich mich dann auch dafür entschieden. Natürlich am Flughafen selber war das am Tag nach, dem der Vizepräsident zurückgetreten ist. Mhm. Und da war die Stimmung dann schon auch nochmal anders. Also ich hatte da so eine Begegnung mit einer Dame, die gesagt hat, ja, sind Sie sich sicher, dass Sie da jetzt wirklich hinwollen in dem Moment? Aber das wird zum gemacht und ich habe es auch nicht bereut, muss ich ehrlich sagen. Präsident Morsi ist entmachtet worden, 900 Menschen sind gestorben in der letzten Woche. Hat man von diesen Unruhen im Land in Uganda irgendwas mitbekommen? In keinster Weise. Also ich war ein bisschen nördlich von Hurghada selber, nicht so zentral in Hurghada. Aber auch da, ob das am Flughafen war oder dann dort in dem Urlaubsgebiet selber, gar nichts. Also das Einzige, das vielleicht ein bisschen weniger los war in Form von Touristen, das ja. Aber ansonsten irgendwas, was Anlass geben würde, dass dort, ob es Unsicherheiten sind oder dergleichen, überhaupt nein. Nicht. Carina Steuer, Sie fahren nicht zum ersten Mal nach Ägypten. Sie sind Hobbytaucherin und haben das Land schon etliche Male besucht. Was war dieses Mal anders? Ich reise wirklich schon seit mehreren Jahren dorthin und auch immer nach Hurghada an die gleiche Tauchbasis zu James und Mac, die quasi mit der Region zusammen über Jahrzehnte gewachsen sind. Und ich muss sagen, dass ich mich dieses Jahr genauso sicher und wohl gefühlt habe wie die Jahre zuvor. Mhm. Wie sehr haben die Menschen, auf die Sie da getroffen sind, über diese Unruhen diskutiert? Hat das irgendwie eine Rolle gespielt, auch bei den Hotelangestellten? Die Situation an sich hat eine Rolle gespielt. Über die Unruhen wurde nicht diskutiert. Es ging eher um politische Pro-Anti-Morsi-Ansichten.
Weil im Grunde diese Streiten auch in die ägyptischen Familien gehen. Da gibt es Anhänger der Moslembrüder und es gibt Anhänger des jetzigen Militärstaates gegebenenfalls. Und die Familien diskutieren auch intern. Ja, also die Lager sind dort gespalten, aber nicht aggressionsgeladen. Bei James und Mac zum Beispiel arbeiten beide zusammen. Man diskutiert, natürlich ist das Thema. Mhm. Und es ist aber die klare Ansage, es sind Menschen wie du und ich, die wollen arbeiten, die wollen ihre Familie ernähren. Sie haben keine Lust, sich irgendwie die Köpfe einzuschlagen. Mhm. Und das wird alles auf einer Diskussionsebene ausgetragen und nicht in einem aggressionsgeladenen Umfeld, wo man Angst haben müsste. Hat man trotzdem irgendwie ein komisches Gefühl, am Strand zu sitzen und den nächsten Drink zu nehmen, wenn man weiß, dass um die Ecke Menschen zu Tode kommen? Die Frage, eine sehr moralische Frage. Die Frage nach der Pietät ist ja ein Stück weit sehr individuell. Ist auch keine Distanzfrage, also ob ich nun im Strand sitze und in Kairo Menschen umkomme oder in Syrien. Ich finde, die Frage stellt sich in dem Moment nicht. Ich persönlich finde es so, ich habe das Land nicht aufgegeben. Ich mag es sehr. Ich habe es dadurch ein Stück weit wirtschaftlich unterstützt und nicht fallen lassen. Und dass Gewalt grundsätzlich zu verteufeln ist und dieses Leid ist unabhängig von der Entfernung und vom Ort. Und wie gesagt, in Deutschland zur Elbflut haben die Leute auch nicht aufgehört, ihre Ostseereisen zu stornieren und sind dort auch Bahnen gegangen. Stellt man sich ja dann eine ähnliche Frage. Herr Mühlich, würden Sie wieder nach Ägypten reisen? Würde ich. Also mit dem Wissen, was ich jetzt habe, auf jeden Fall. Würde ich immer wieder. Also eben auch jetzt diese moralische Frage, dass man sagt, dort gerade in den Tourismus jetzt, da hängen ja auch Existenzen dran. Also wenn Existenzen, die von der ganzen Sache, denke ich, auch sehr, sehr entfernt ist, das vielleicht selber auch nicht verstehen. Man selber hat die Möglichkeit, davor also wegzugehen, aber die Leute, die dort sind, die Einheimischen, die davon abhängen, die haben die Möglichkeit vermutlich nicht. Und das ist, also wenn man sich die moralische Frage stellt, muss man auch diese Seite, denke ich, sehen. Das, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig. Frau Steuer, Herr Mühlich, toll, dass Sie heute Abend bei uns sind. Dankeschön. Danke. Herzlichen Dank. Und damit in die Runde. Bei uns ist Nazan Okasha. Herr Okasha, Sie haben vor 2,5 Jahren sehr für die Revolution gekämpft, für den arabischen Frühling in Kairo gekämpft und arbeiten heute auch als Reiseführer am Roten Meer, sind nicht nur politisch engagiert, sondern haben auch viel mit Touristen zu tun. Was bedeutet diese Situation jetzt in Ägypten für all die Menschen, die vom Tourismus leben? Ganz schreckliche Situation natürlich, weil die Leute haben keine andere Alternative. Die Leute, die leben nur vom Tourismus. Und Tourismus ist das A und O für die überhaupt. Am Roten Meer, in Luxor, in Aswan, in vielen Gegenden, von Kairo auch. Und gerade am Roten Meer, wo ich herkomme, da gibt es nichts anderes außer Tourismus. Und mit diesen politischen Unruhen und Gewalt in Ägypten, das ist für die hoffnungsloser Fall. Das muss beendet werden. Würden Sie auch mit Ihrer Funktion und Ihrer Sicht auf die Dinge, würden Sie Menschen heute raten, nach Ägypten zu reisen? Die Frage habe ich vorher geantwortet und das hat auch Unruhen in Ägypten gewirkt, dass ich gesagt habe, dass als Reiseleiter, ich sage den Leuten bitte nach Ägypten, aber als Familienvater würde ich erst mal abwarten. Und das hat eben Unzufriedenheit gezeigt unter meinen Kollegen am Roten Meer gerade. Und ich glaube, das ist eben eine kurzsichtig, wie sie geglaubt haben, also meine Freunde, weil das, da herrscht die Mentalität ganz, ganz anders. Also ich will sagen, da herrscht die Mentalität von dem Bazar, wenn ich das mal formulieren würde. Lass die Leute jetzt kommen und was passiert, wird passieren. Da werde ich erst mal gucken, wenn wir als Ägypter unseren Haushalt innen drinnen gut räumen können, aufräumen, organisieren können, dann sind die Leute herzlich dann willkommen. Dann sprechen Sie gerne diesen Satz aus. Peter Scholler-Thur, die Deutschen sind
zu Teilen im Urlaub und zu Teilen kommen Sie aus diesem Urlaub gerade wieder zurück und reiben sich die Augen, was in Ägypten geschehen ist in diesen letzten Wochen und in der letzten besonders. 900 Menschen sind wenigstens gestorben. Schätzung, ja. Ums Leben gekommen, ganz genau weiß man das nicht. Wie explosiv ist aus Ihrer Sicht die Situation? Ja, extrem. Also die Militärs haben die Macht übernommen, das ist ja nicht das erste Mal. Und im Grunde hat Ägypten zu einer gewissen Normalität zurückgeführt. Nur muss ich ehrlich sagen, ich habe Gamal Abdel Nasser noch persönlich gekannt, der sehr eindrucksvoll war. Hier kam Anwar Sadat, der immerhin im Yom Kippur-Krieg einen partiellen Sieg errungen hat und dann nachher Frieden mit Israel geschlossen hat. Dann kam Mubarak, so schlimm war er auch nicht, wie man jetzt nachher richtig sieht. Und jetzt kommt dieser General al-Sisi. Und der, muss ich ehrlich sagen, erinnert mich nicht so sehr an Gamal Abdel Nasser, wie er es gerne hätte, sondern so ein bisschen mit seinem Golddress in seiner Wohnung und seiner Uniform und seiner Sonnenbrille mehr an Gaddafi, der auch mal geputscht hat. Ne? Der auch mit so viel Lametta daherkam. Ist, um diese ganz simple Frage zu stellen, ist dieser Militärputsch in Ihren Augen ein Militärputsch zu nennen? Oder was ist denn sonst? Sicher. Die Amerikaner dürfen das Wort nicht benutzen. Im Amerikanischen gibt es nur das Wort Putsch nicht. Die brauchen ein französisches Wort Coup oder Coup d'État. Und das darf ja nicht erwähnt werden, nämlich dann muss laut Gesetz jede Hilfe an Ägypten eingestellt werden. Also es ist ein ganz blödes Herumreden um ein Wort. Also wenn es jemals einen Putsch gegeben hat, ist es der gewesen. Wie anders würde man einen Putsch bezeichnen? Mhm. Abdel Samad ist bei uns. Herr Samad, Sie sind Politologe, Historiker, Buchautor. Die Deutschen kennen Sie, weil auch Sie vor 2,5 Jahren auch persönlich angefangen haben, sich sehr in dieser ägyptischen Revolution zu engagieren. Was war das in Ihren Augen? War es auch ein Militärputsch? Nein. Wenn ich Millionen von Ägyptern sehe, Freunde von mir, Familienmitglieder, die auf allen Plätzen in Ägypten gegangen waren, um die diktatorische Herrschaft der Muslimbrüder zu beenden. Viele Ägypter werden sauer, wenn sie das Wort jetzt Putsch hören, weil die sehen das, was sie alles getan haben, um die Muslimbrüder zu stürzen, alles nicht beachtet, auch von den westlichen Medien. Diese Menschen gingen auf der Straße, nicht nur, weil die Muslimbrüder politisch versagt haben, sondern weil sie auch wirtschaftlich versagt haben und das Land heruntergewirtschaftet haben. Und sie wollten diese Regierung loswerden, bevor die Islamisten alle Institutionen des Landes kontrollieren, bevor sie ihre islamistische Diktatur auf die arabische Welt ausbauen. Und das Militär hatte keine andere Wahl. Man hat den Muslimbruder angeboten, Kompromisse einzugehen, dass Morsi Neuwahlen ansetzt. Er hat das abgelehnt und hat gesagt, ich verteidige die Legitimität mit meinem Blut. Und so verhält sich kein Staatsmann. Das Militär musste die Notbremse ziehen. Ich sehe, Ägypten war in Geiselschaft genommen von den Islamisten. Die Bevölkerung ging auf der Straße, wollte das nicht haben. Das Militär musste so handeln. Es wird sich aber herausstellen in einem Jahr, wie sich das Militär verhalten. Militärputsch kann man erst nennen, wenn alle Generäle, alle Ministerien besetzt werden. Im Moment haben wir das nicht der Fall. Im Moment haben wir eine zivile Regierung, die für das Land zuständig ist. Und das Militär steht im Hintergrund und beobachtet alles. Welche andere Institution haben wir in Ägypten im Moment, die gut funktioniert, mit denen man verhandeln kann? Das Militär, trotz allen Fehlern, die ich auch kritisiere, ist nach wie vor die einzige Institution in Ägypten, die funktioniert. Der einzige Gesprächspartner von den demokratischen Parteien und auch vom Westen. Deshalb das sozusagen als Militärputsch, okay, was machen wir jetzt? Sanktionen gegen das Militär, mit dem Militär gar nicht reden. Mit wem wollen wir sonst in Ägypten sprechen? Lubna Azam ist bei uns von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Frau Azam, Sie haben logischerweise das auch verfolgt, weil es im Grunde genommen Ihr Forschungsgebiet ist. Mhm. Die Führungsriege der Moslembrüder sind in Haft oder sie sind tot. Es wird sogar erwogen, die Organisation der Moslembrüderschaft zu verbieten. Schürt man in Ägypten damit jetzt eigentlich diese Form von Terrorismus, vor der man jetzt im Grunde genommen schon warnt? Schürt man Fundamentalismus? Also so stark würde ich das nicht ausdrücken. Auf jeden Fall polarisiert man die Gesellschaft in religiös und nicht religiös, was vorher auch schon der Fall war. Aber dass man jetzt den Schluss ziehen kann, dass sie so radikalisiert werden, dass sie alle zu Terroristen werden, das würde ich so nicht sehen. Also
Die Moslembrüderschaft wurde schon mal verboten. Es hat eine 70-jährige Geschichte. Ich bin persönlich keine Unterstützerin der Moslembrüder. Nichtsdestotrotz hat sie sich als politische Instanz und als Partei etabliert. Sie ist demokratisch gewählt worden von dem Volk Ägyptens. Und jetzt ist sie abgesetzt worden oder geputscht worden. Da würde ich mit Herrn Schollatour übereinstimmen. Und Nasser hat auch einen Putsch gemacht. Das hat damals durchaus berechtigt. Nämlich das Regime des König Farouk war unerträglich. Ägypten hatte in blamabler Weise einen Feldzug gegen Israel verloren 1948. Und die Armee kochte, denn der Repräsentant wirklich den Willen des Volkes. In diesem Falle, also ich bin kein Anhänger der Moslembrüder, aber wenn das in dem Jahr der Regierung Mursi so schlecht gegangen ist in Ägypten, dann war es war kein Benzin da. Es war, die Lebensmittelpreise stiegen, die Elektrizität fiel aus. Es war überhaupt keine Sicherheit auf der Straße, weil keine Polizei da war. Das war eine gezielte Sabotage. Mhm. Das muss man auch sagen. Eine gezielte Sabotage von wem? Aber so kann man das nicht alles dem Mursi in die Schuhe schieben. Eine gezielte Sabotage von wem? Ja, von den Gegnern und vor allem auch das Militär hat ja die Macht aus der Hand gegeben. Ich meine, das Idiotische ist ja in der Situation, der Tahrirplatz hat geschrien, Mubarak muss weg, Mubarak muss weg. Und dann nachher kam diese Zwischenregentschaft von dem Feldmarschall Tantawi, der musste dann auch weg. Und dann kam die Wahl und der Mursi bekam 52%. Das passte aber nicht ins Konzept. Und dann schrien die gleichen Leute, die vorher schon Mubarak muss weg, riefen dann dem General Abdel Fattah al-Sisi wie einem Erlöser zu. Es ist grotesk und es ist traurig. Herr Missfelder, wenn außenpolitischer Sprecher der CDU, wenn wir uns anschauen, was in Ägypten heute an Mehrheitsverhältnissen herrscht, müsste man sagen, wenigstens 38-40% würden die Muslimbrüder wieder wählen. Kann man denn einfach über sie hinweggehen und sie im Grunde genommen als eine politische Kraft negieren? Also man muss dazu sagen, auch dadurch, dass die, auch selbst wenn die Muslimbruderschaft in den letzten Jahrzehnten ja eine verbotene Organisation war, ist sie trotzdem die einzige organisierte politische Kraft. Und das ist, wir haben ja mit der Konrad-Adenauer-Stiftung auch Erfahrungen dort vor Ort gemacht. Und das wurde ja dann direkt von der sehr politischen Justiz gegen die Mitarbeiter der Stiftung bei uns gedrängt, überhaupt andere Strukturen aufzubauen. Also die jungen Menschen, die auf dem Tahrirplatz demonstriert haben, die haben mit der Muslimbruderschaft relativ wenig zu tun gehabt. Und die hätten sicherlich gerne eine eigene Partei gegründet, die hätten sich gerne organisiert, aber dafür war die Übergangsregierung einfach zu kurz. Das heißt, in diese Machtlücke nach Mubarak, da stand dann eben nur die Muslimbruderschaft, die gut organisiert war, die Strukturen hatte. Und deshalb erklärt sich auch dadurch das gute Wahlergebnis, was Mursi dann hatte. Das war ja die ohne Alternative in dem Sinne. Und vor dem Hintergrund glaube ich, dass es sicherlich eine Chance gibt, auch andere Parteien im Land aufzubauen. Aber dafür braucht man sehr viel Zeit. Und die jungen Menschen, die dort zuerst gegen Mubarak demonstriert haben, dann gegen Mursi, die haben auch eine faire Chance verdient, dass sich dann eine Art Demokratie herausbildet. Aber das wird noch sehr, sehr lange dauern. Herr Okasha, Sie haben, so hatte ich Sie vorgestellt, vor 2,5 Jahren auch auf der Seite der Revolutionäre gestanden und kritisieren heute das Militär sehr scharf. Sie sagen, das ist faschistisch, was Sie machen. Glauben Sie, dass dem Militär zum Erhalt der Macht, die Sie nun errungen haben, jedes Mittel recht ist? Auf keinen Fall. Ich habe aber einen Kommentar zu dem, was der Herr gesagt hatte, dass diejenigen, die heute demonstrieren gegen den Mursi, die haben nichts zu tun mit den Moslembrüdern. Ich war auf dem Tahrirplatz und ich habe gekämpft und die Revolution mitgemacht und neben mir standen die Moslembrüder. Mhm. Also die waren Schulter an Schulter und die haben mitgekämpft und in den schwierigen Situationen waren die immer ganz vorne. Und ich habe mitbegründet in einer anderen Partei gegen die Moslembrüder. Ich habe gekämpft gegen die Moslembrüder. Ich habe kritisiert die Moslembrüder. Aber als liberaler Mensch muss ich den Moslembrüder als Teil der Ägypter das Recht geben und gewährleisten, dass sie sich existieren und dass sie bleiben. Sie haben in jeder Wahl die Mehrheit gewonnen. Die vertreten ein großes Teil von dem ägyptischen Volk. Und was machen wir mit denen, mit diesem Teil von dem ägyptischen und Volk? Von diesem Militär, von dem wir gerade sprachen, werden die Moslembrüder seit mehreren Wochen
brutal bekämpft. In Ägypten regiert die Gewalt. Das Militär geht mit aller Härte gegen Morsis Unterstützer vor, erwägt sogar ein Verbot der Muslimbrüder. Anschläge, Straßenkämpfe und Polizeigewalt bestimmen den Alltag. Mit viel Blutvergießen räumte die Polizei vor wenigen Tagen das Protestcamp der Muslimbrüder. Zuletzt haben Extremisten 25 Polizisten in Zivil erschossen. Fast zeitgleich ersticken 37 Muslimbrüder auf einem Gefangenentransport. Fast 1000 Tote hat es allein in der letzten Woche gegeben und unzählige Verletzte. Abdelsamad, noch mal die Frage, waren diese Opfer unvermeidlich? Jedes Opfer ist ein Opfer zu viel. Und jeder Mensch, der versucht, das zu rechtfertigen, hat ein Problem. Aber wir sind im Umbruchzeit. Und das Militär hat einen Gegner gegenüber, das auch teilweise bewaffnet ist. Man spricht von einer politischen Bewegung und vergisst, dass diese politische Bewegung einen militanten Flügel hat, dass diese politische Bewegung bis jetzt 82 Kirchen angezündet hat, christliche Schulen, Waisenhäuser, Polizeistationen, 100 ägyptische Polizisten abgeschlachtet. Und ich will nicht wissen, wenn in Deutschland 100 Polizisten mal abgeschlachtet werden von bewaffneten Milizen und 82 Synagogen angezündet werden, was würde man das hier nennen? Man wird das nicht Zusammenstöße nennen, sondern man wird das Kind beim Namen nennen, nämlich Terrorismus. Und das ist genau das Problem, was viele hier nicht begreifen können. Ägypten befindet sich nicht auf dem Stand von Deutschland 2013, sondern Ägypten befindet sich auf dem Stand Deutschland 1848, als hier die Revolution stattgefunden hat von jungen Menschen, die Demokratie nach Demokratie verlangt haben. Diese Revolution damals wurde niedergemetzelt von preußischen Soldaten. Aber die Ideen, die da geboren waren, von Freiheit, von Menschenrechten, sind im Kollektivgedächtnis der Deutschen geblieben. Die Deutschen brauchten 100 Jahre genau von dieser Revolution bis zur Demokratie 1900. Bis Hitler, ja. Nein, danach schon. Noch 1949 gab erst mal die Verfassung und die Demokratie kam zu den Deutschen geschenkt von den Amerikanern. Aber jetzt sitzt man da und schaut man herab auf Ägypten und sagt Demokratie jetzt. Das ist ein Prozess, was wir in den letzten 2,5 Jahren gesehen haben, war nur die Eröffnungsszene eines Theaterspiels. Und es wird sehr viel noch kommen, aber wir beurteilen alles und wir sagen, das ist alles gescheitert und Ägypten kennt keine Demokratie. Sagt noch keiner. Ja. Die Frau neben Ihnen sagt es auch nicht. Und trotzdem geht die Frage an Frau Al-Sam, wer ist in Ihren Augen schuld an diesem Massaker? Also ich würde sagen, ganz klar das Militär. Also es gibt in einer Demokratie andere Arten, Diskrepanzen oder Unstimmigkeiten auszutragen. Das ist nämlich an der Wahlurne. Also wenn man nicht einverstanden ist mit der Politik einer bestimmten Person, man geht zur Wahlurne und man wählt diese Person ab. Und das ist ein Prozess, was jedes Land durchlaufen muss. Und man muss dieses Prozess sich auch ausspielen lassen. Man kann nicht eingreifen. Man kann nicht sagen, mir gefällt nun eben diese Person nicht nach einem Jahr und man putscht ihn aus von der Macht weg. So geht es nicht. Das ist nicht demokratisch. Und so kann man auch keine Kultur der Demokratie und des demokratischen Reflektierens aufbauen. Aber ich würde dazu ganz kurz was sagen, weil klar, wenn das Land stabil ist und eine stabile Demokratie ist, dann entscheidet die Wahlurne. Die Wahlurne ist aber nicht der Beginn und nicht das Ende der Demokratie. Das ist nur eine Prozedur. Die Demokratie, es gibt einen Unterschied zwischen legal an der Macht kommen und legitim sein. Legitim sein, das ist ein Prozess, wenn der Präsident sich an den demokratischen Spielregeln hält. Und das hat Morsi nicht. Morsi hat zuerst gegen die Demokratie geputscht. Mit seinem Muslimbruder. Er hat ein Dekret, Verfassungsdekrete dann erlassen, die ihm absolute Macht verleihen. Er hat alle Institutionen des Landes kontrolliert. Er hat versucht, die Wahlmaschine zu manipulieren, sodass die Muslimbruder nie die an der Richter Macht kommen. Richter abgesetzt. Können wir einen Sprecher der Militär runterhinsetzen, der würde das Gleiche sagen. Ja, aber ich würde jetzt... Etwas nuancierter sollte man schon sein. Aber die Muslimbrüder war nicht ein terroristischer Organisation, aber es gibt außerhalb der Muslimbrüder noch eine ganze Reihe von anderen islamischen Organisationen,
Organisation. Die Takfir wal-Hijra, Jihad al-Islami, die sind gewalttätig. Aber wir reden jetzt über Massaker von Luxemburg. Aber wir reden über die Legitimität von Mursi. Anwar al-Sadat ist nicht von der Muslimbruderschaft umgebracht. Was ich aber sagen wollte, wenn ich einen kranken Staat habe, wie Ägypten nach dem Umbruch, dann brauche ich einen guten Arzt. Und wenn ich einen Arzt anheuere für 4 Jahre und stelle fest nach einem Jahr, dass der Gesundheitszustand dieses Landes sich verschlechtert hat, dass dieser Arzt keinen Plan hat, dass er nicht einmal Medizin studiert hat, dann würde ich nicht sagen, gib ihm eine Chance und noch 3 Jahre, bis das Land ausblutet. Ich fand das, was geschah, sehr demokratisch. Wir hatten zu diesem Zeitpunkt kein Parlament, um ein Misstrauensvotum gegen Mursi auszusprechen. Und es gingen Millionen auf der Straße, um ihn zu stoppen. Und sie haben genau das verlangt. Sie haben Neuwahlen angefordert. Jeder demokratische Präsident oder Premierminister würde sofort darauf reagieren und Neuwahlen ordnen. Ja, bis die Zeit vorbei ist. Wenn wir hier eine Wahl gemacht haben, dann geht es auf die Straße, dann machen wir auch nicht gleich 14 Tage später eine Neuwahl. Das ist in Ordnung, das sind gewisse Fristen müssen eingehalten werden. Aber ich will gar nicht hier für die Muslimbrüder plädieren. Es gibt aber einen Präzedenzfall, das ist Algerien. Da war die islamische Heilsfront, die Jihad al-Islami, die in 1990 hatte die Wahl gewonnen. Die Militärs hatten nicht aufgepasst, dieses Land regieren seit Unabhängigkeit und hatten gedacht, es ging gut. Und die Mehrheit war nun die Heilsfront. Und da hat man eben, die Armee hat geputscht. Daraufhin ist die Heilsfront, das wird wahrscheinlich auch mit den Muslimbrüdern passieren, wird in den Untergrund gedrängt, wurde relativ unbedeutend, aber dann kamen die radikalen Gruppen auf, die Gruppe Islamic Armee. Es hat dann 200.000 Tote gegeben in den nächsten 8 Jahren. Und Algerien steht heute noch unter dem Trauma. Ägypten eignet sich nicht so sehr zu einem Partisanenkampf, wie es Algerien ist, mit seinen Bergen, das flache Niltal, bietet wenig Widerstandsmöglichkeit, aber die Grenzen Ägyptens nach Libyen hin, wo ein ganzes Waffenarsenal aufgefallen ist und eine Reihe von mehr oder weniger verrückten Kataib das Land regieren, die werden sich natürlich einmischen. Aber was ist das für eine Taktik, was ist das für eine Erpressung, wenn ich sage, entweder lasst sie regieren oder sie verwandeln sich in Terroristen und schießen auf euch. Das kann man in der Politik nicht zulassen. Herr Baradei ist froh, dass er in Wien sitzt, sonst wäre er schon verhaftet worden. Das ist ein wirklich vernünftiger Mann. So, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Herr Missfelder, der Friedensnobelpreisträger Baradei hat seine Kandidatur zurückgezogen. Er hat das Land verlassen, sonst wäre er verhaftet worden, hat gesagt, er kann dieses Massaker nicht gutheißen und wird sich an dem weiteren politischen Kampf in Ägypten nicht beteiligen. Ist damit in Ihren Augen die Hoffnungsfigur des Westens, die einzige Hoffnungsfigur des Westens, nicht mehr im Spiel? Ja, also meine Hoffnungsfigur ist es nicht. Er ist zwar sehr, sehr beliebt im Westen, weil seine Organisation, die RIO, die er vertreten hat, den Nobelpreis mal bekommen hat. Er hat den selber gar nicht bekommen, bezeichnet sich zwar, lässt sich auch gerne als Nobelpreisträger bezeichnen, aber er passt im Westen natürlich, weil er sich auf jeder westlichen Konferenz natürlich in westlicher Manier präsentieren kann, aber ich bezweifle, dass sein Rückhalt sehr, sehr groß ist. Er hatte ja, als der in Anführungsstrichen arabische Frühling losging, hatte er sich ja auch auf den Straßen von Kairo häufig gezeigt und dann auf einmal festgestellt, dass sein Rückhalt nicht besonders groß ist. Und sein Arrangement mit dem Militär jetzt hat ja offenbar nicht gehalten. Und auch seine Partnerschaften, die er da eingegangen ist im Militär, die tragen ja offensichtlich nicht. Sonst hätte er es natürlich durchsetzen müssen innerhalb dieser Struktur, um zu sagen, dass der Westen solche Dinge nicht akzeptieren kann. Also solche Bilder, solche Aktionen, das ist etwas, was mit unserer Vorstellung von Demokratie und Staatlichkeit nichts zu tun hat. Also ich kritisiere Mursi sehr stark. Ich halte Mursi übrigens auch für einen Extremisten. Aber er war ja hier in Berlin, wir haben uns ja mit ihm getroffen. Aber ich hatte wirklich ein sehr, sehr negatives Bild. Aber ich kann auch gleichzeitig zum Militär nur sagen, so stabilisierend ich es auch sehe, diese Exzesse der Gewalt, das ist etwas, wo wir keine Partei beziehen und weder dem Militär noch der Muslimbruderschaft die Absolution erteilen. Dazu kommen wir auf jeden Fall noch mal eine Frage zur jetzigen Situation in Ägypten und dann marschieren wir in Richtung nach Deutschland und zur Haltung des Westens in diesem Konflikt. Hosni Mubarak ist nun freigekommen seit heute, ist in Hausarrest, aber ja, in ein Krankenhaus übergeben und der Prozess gegen ihn ist jetzt erst einmal beendet. Es kann ein weiterer noch ausstehen.
stehen und neuerlich beantragt werden, aber erstmal wird er freigelassen. Die Menschen haben wenigstens, hört man es so, Angst vor dem blutigen Freitag, der nun angekündigt ist. Wer, Herr Schollatour, ist in diesem Spiel? Wer sind die Guten und wer sind die Bösen? Das kann man so nicht definieren. Aber das Vorgehen der Junta ist von einer ungewöhnlichen Brutalität. Nun muss ich sagen, auch Nasser, gegen den es ein Attentat gegeben von islamischer Seite, hatte die Muslimbrüder verboten, richtig. Er hat Tausende von ihnen in Konzentrationslager eingesperrt. Und die Führer, die Boschow, Said al-Qut, der war wirklich einer der großen Ideologen des Islamismus und des Dschihadismus, den hat er hängen lassen. Aber das ging, weil er eben ein Volkstribun war. Mhm. Und Mursi ist kein Volkstribun gewesen, das war im Grunde schwache Erscheinung. Und ich fürchte, dass der General Sisi auch nicht den Erwartungen entspricht. Aber man bedenke nur, dass der amerikanische Verteidigungsminister stundenlang auf den Sisi eingeredet, den er kennt. Der war ja in seiner Militärakademie gewesen. Auch auf dem War College, genau. Das ist natürlich, genau, in Pennsylvania. Mhm. Und das ist, sagen wir, für Amerika ein furchtbarer Rückschlag. Eine große Schmach. Wir fragen Frau Assam noch mal nach Hosni Mubarak. Welches Gefühl haben Sie, wenn ausgerechnet dieser Diktator jetzt wieder freikommt? Also eigentlich, man kann es natürlich von der humanitären Seite sehen und sagen, okay, er ist ein alter, gebrechlicher Mann. Und gut, man hat ihn jetzt unter Hausarrest gestellt. Auf der anderen Seite ist es ein ganz klares Signal an alle Revolutionäre, ja, ihr habt seinen Rücktritt gefordert. Es ist erreicht worden. Jetzt ist aber ein Weitergehen des alten Regimes. Das alte Regime war das Militär auch unter Mubarak. Mhm. Und jetzt kommt das Militär wieder, eine Fortsetzung des selben alten Regimes. Also so würde ich das interpretieren. Ich weiß nicht, wie die anderen das sehen, aber so würde ich das auch fassen. Herr Okasha, gleiche Frage an Sie. Sie haben gegen Mubarak gekämpft vor 2,5 Jahren. Jetzt kommt Mubarak quasi frei und die Muslimbrüder sitzen in Haft? Genau, das ist das Paradox von dem Ganzen, was heute, genau heute passiert. Wir haben einen Präsidenten, den wir gewählt haben, und der ist jetzt entführt. Es gibt keine andere Definition. Was ist das Problem von dem Mursi? Er ist entführt worden von dem Militär. Und der eine Präsident, gegen den wir gekämpft haben, der ist heute frei. Wo bleibt unsere Verfassung? Wo über 30 Millionen Ägypter hingegangen sind zu den Wahllokalen und dafür gestimmt haben? Wo bleibt unser Parlament? Wo bleibt unser Parlament mit seinen 2 Kammern? Wo bleibt alles? Wo bleibt alles von der Revolution? Das alte Regime kehrt zurück. Und das alte Regime weiß, dass es nicht so einfach gehen dürfte und könnte. Und deswegen braucht das alte Regime eine Deckung. Eine Deckung von wem? Eine Deckung von den Pseudo-Revolutionären, die sie entweder gekauft haben oder irgendeinen Deal mit denen Tamarot gemacht haben. Mhm. Ja, wer sind Tamarot? Wir haben die Sie haben Werbung für Tamarot auf Ihrer Facebook-Seite gemacht vor dem 30. Juni und ich habe es persönlich gelesen. Also so viele Unterschriften. Es überrascht mich sehr, was Sie jetzt gerade machen. Sie haben auf Ihrer Facebook-Seite Werbung für Tamarot gemacht und für Demonstrationen gegen Mursi und danach haben Sie, kurz danach haben Sie das, was das Militär gemacht hat gegen den Muslimbruder, als Holocaust bezeichnet. Sie haben das deutsche Wort Holocaust benutzt und jemand, der solche Begriffe einfach so leichtfertig benutzt, ich vermisse nicht ernst zu nehmen. Und deshalb bin ich sehr überrascht, weil Sie mal Werbung für Tamarot gemacht haben gegen Mursi und dann ein paar Tage später haben Sie gesagt, das ist ein Holocaust. Nein, was wir in Ägypten gerade erleben, ist das Durchkochen. Das, was jahrzehntelang durch die Diktatur verhindert wurde, dass Gesellschaftsgruppen und verschiedene Fronten aufeinander losgehen und diesen Kampf austragen, damit am Ende etwas Fruchtbares passiert. Das, was durch Frankreich und Deutschland und alle Demokratien durchgemacht haben, über 100 Jahren. Wir sitzen da und wollen, dass es innerhalb von 2,5 Jahren passiert. Aber völlig fehlerplatzt. Ja, aber Sie vergleichen historisch, als wir sie Herr Schollatour, Sie vergleichen historisch die ganze Zeit und Ihre Analyse, entschuldigen Sie, das muss mal im öffentlichen Fernsehen mal gesagt werden, Ihre Analyse von der arabischen Welt ist im Kalten Krieg stecken geblieben. Ich will nicht ein paar Kriege.
Die Sowjetunion existiert nicht mehr. Damals hatte Nasser die Möglichkeit, als die Amerikaner wir leben aber ablehnen, in anderen Zeiten. Auf die Sowjetunion wir zu leben heute in anderen Sie reden, Zeiten. Sie reden ja Unsinn. Ja, Sie reden ich auch Unsinn. Entschuldigen Sie. Sie reden auch Unsinn. Entschuldigen Unsinn. Ja. Ich muss hier, ich habe hier einen Kommentar, weil der Herr Abdelsamad Sie hat mir was ein vorgeworfen. Widerwort sagen und Herr Scholler-Tour auch gleich. Was mir vorgeworfen und das erstaunt mich ehrlich, wie der Herr Abdelsamad das mir sagt. Er hat gemeint, er habe in meiner Facebook-Seite Werbung für Tamarrud gesehen, er persönlich. Und das soll meine Facebook-Seite. Und ich habe das nicht geschrieben. Die Sie gelöscht haben danach. Und wenn man Ihre Facebook-Seite sieht, dann im Juni gibt es nichts. Und dafür im Juli mehrere Beiträge. Das kann man schon nachlesen. Mhm. Okay, gut, ich werde diesen jetzt Punkt nicht überprüfen. Das können wir jetzt nicht überprüfen. Die Frage geht noch mal an Peter Scholler-Tour. Welche Möglichkeiten hat der Westen eigentlich überhaupt mit, Sie haben den Vergleich schon gebracht, islamistischen Regierungen umzugehen, die uns offensichtlich nicht schmecken? Von Herrn Pamuk, Nobelpreisträger der Türkei, stammt der Ausspruch, dass der Westen ein Problem damit hat, islamistische Regierungen zu akzeptieren, die antiwestlich sind. Und wenn sie eben antiwestlich sind, dann passen sie uns nicht. Sie haben Algerien als Beispiel genannt, Palästina vielleicht. Und Ägypten kann nun das nächste Beispiel sein. Ist das unser größtes Problem, dass es einfach nicht in unser Schema passt? Ja, das erschüttern Sie ja. Man muss sich die Verbündeten der Militärs ansehen. Wer sind diejenigen, die unterstützen und finanzieren? Und zwar haben die gesagt, die Amerikaner geben 1,5 Milliarden Dollar im Jahr. Wir geben 15 Milliarden, machen wir doch locker. Und jetzt die reaktionärsten Regime, die es in der arabischen Welt sind, auch die antichristlichsten Regime, muss man sagen. Nämlich in Saudi-Arabien darf man keine Messe lesen, darf man keine Bibel mitnehmen, darf man kein Kreuz mitnehmen. Ein Jude dafür, wenn er nicht Henry Kissinger heißt, darf überhaupt nicht rein. Und die Emirate sind dabei und Kuwait, das sind die Verbündeten von dem General Sisi. Ich muss sagen, das wirkt etwas seltsam, nicht wahr? Das, sagen wir, diese reaktionärsten und die Regime selbst, die saudische Familie, wird natürlich niemals auf Seiten Al-Qaidas offen stehen. Mhm. Aber Al-Qaida ist in Saudi-Arabien ausgebrütet worden. Und die ganzen Hassprediger, die bei uns auftreten, kommen aus Saudi-Arabien oder sind dort ausgebildet worden. Das sind diejenigen, was sonst in Ägypten passiert, geht uns im Grunde nichts an. Wir sollten da uns auch aushalten. Gut, aber die Saudi-Arabien ist nicht nur Verbündete von Ägypten generell. Saudi-Arabien ist auch Verbündete vom Westen und von, das ist von Deutschland. Von Deutschland. Deutschland verkauft jährlich 3 Milliarden Euro schwere Waffen an Saudi-Arabien. Ja, und dann jetzt will man Waffenembargo oder die Waffenlieferung an Ägypten stoppen, weil sie nur 100.000 Euro kosten und das kostet uns kostet uns nicht. Warum bringt man die Beziehung zu Saudi-Arabien nicht auf den Prüfstand wegen Menschenrechtsverletzungen? Warum bringt man die Beziehungen zu China nicht auf den Prüfstand wegen Menschenrechtsverletzungen oder Besetzung von, das ist Heuchelei auch der Politik in Deutschland, dass man mit zweierlei Maß misst. Okay, Sekunde, ich würde vorschlagen, bevor die Frage an Herrn Missfelder geht, dass wir uns das noch mal ganz genau anschauen, weil auch in Bezug auf unsere Rüstungsexporte geht die deutsche Politik natürlich immer davon aus, auf der Seite der Guten zu sein. 2013 könnte ein Rekordjahr für deutsche Rüstungsexporte werden. Vor allem arabische Staaten zählen zu den Großkunden. Allein im ersten Halbjahr 2013 hat die Bundesregierung Ausfuhrgenehmigungen im Wert von knapp 817 Millionen Euro an die Golfstaaten erteilt, darunter Kuwait, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Länder, die Ägyptens neuen Machthabern unlängst volle Unterstützung zugesagt haben, wenn Europa Ägypten den Geldhahn zudreht. Herr Missfelder, dass diese Waffen, die Deutschland jetzt nach Saudi-Arabien liefern, irgendwann auch gegen ägyptische Demonstranten eingesetzt werden, was schützt uns eigentlich vor diesem Gedanken? Naja, erstmal möchte ich was zu der Zahl sagen, was die Rüstungsexporte angeht. Denn dort wird immer ein zwar genehmigter Rüstungsdeal mit hineingerechnet, nämlich
die Leopard-Panzerlieferung für Saudi-Arabien, der jetzt aber gar nicht stattfindet. Mhm. Wir sprechen hier von 817 Millionen und da sind die nicht mit reingerechnet. Genau, die sind nicht mit reingerechnet, aber vorhin wurde ja gesagt, in dem Beitrag 3 könnte das Jahr der meisten Rüstungsexporte genau, in der aber Geschichte werden. Genau, Sie haben nicht von Milliarden gesprochen, sondern von 817 Millionen. Und die Frage nochmal, wie sehr, glauben Sie, kann die deutsche Regierung ausschließen, dass diese Waffen am Ende nicht auch gegen ägyptische Demonstranten also eingesetzt werden? Also eine hundertprozentige Garantie kann ich dazu jetzt natürlich nicht abgeben. Aber unsere Beziehungen zu Saudi-Arabien sind trotz aller Schwierigkeiten in Saudi-Arabien so gut, dass wir natürlich alle Möglichkeiten, die wir haben, nutzen werden, um auf die saudische Regierung einzuwirken, dass sie das nicht tun, dass sie keine Waffen an das ägyptische Militär bieten. Wenn ich zu Saudi-Arabien möchte ich natürlich was sagen. Also sie können so, was Sie vorhin beschrieben haben, keine Politik machen. Wenn Sie sagen, der oberste Maßstab für die Außenpolitik wären die Menschenrechte, dann könnten Sie in China keinen einzigen Volkswagen verkaufen. Aber für Waffenexporte schon. Wenn Sie keine Waffen an China zum Beispiel keine Waffen exportieren. Wenn Sie zum Beispiel sagen, Saudi-Arabien hat eine besondere Stellung. Die Doppelzüngigkeit Saudi-Arabiens oder das Doppelgesicht, was Saudi-Arabien hat, ist offensichtlich. Es gibt saudische Familien, die unterstützen den internationalen Terrorismus. Das ist hinlänglich diskutiert worden. Aber nichtsdestotrotz ist Saudi-Arabien ein wichtiger Verbündeter für uns in der Region gegen den Iran, der aus meiner Sicht eine viel größere Gefahr für den Weltfrieden ist, als Saudi-Arabien. Ein Punkt, wo ich völlig anderer Meinung bin. Oder auch der internationale Terrorismus. Da haben wir sogar schon mal drüber diskutiert. Ja, das erinnere ich mich sogar noch dann zurück. Sehr engagiert sogar. Aber ich bin bei der Frage Saudi-Arabien. Müssen wir unsere Position immer hinterfragen. Trotzdem in der Außenpolitik gilt kein Schwarz und Weiß. Es gibt sehr viele Grauflächen und Rüstungsexporte grundsätzlich sind Graubereichentscheidungen. Und das ist egal, ob da Rot-Grün regiert oder Schwarz-Gelb oder das war bei allen Bundesregierungen. Aber das Argument, dass Saudi-Arabien unser Gegner gegen den Iran ist, ich halte den Iran auch für extrem gefährlich, auch für den Weltfrieden, gar keine Frage. Aber mit dem gleichen Argument hat der Westen auch Saddam Hussein damals aufgerüstet und irgendwann haben die Waffen von Saddam Hussein sich umgedreht und gegen den Westen gerichtet. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich Saudi-Arabien gegen uns wendet, ist dann doch verhältnismäßig gering. Man kann Saddam und Saudi-Arabien wirklich schwer miteinander vergleichen. Aber wenn wir über deutsche Interessen reden, eine der deutschen Interessen sind natürlich wirtschaftliche Fragen im Nahen Osten, aber ist natürlich auch die Sicherheit Israels. Und da ist Saudi-Arabien nach wie vor ein wichtiger Verbündeter für uns, um eine gewisse Stabilität in der Region überhaupt sicherstellen zu können. Und sind die Muslimbrüder für die Sicherheit Israel irgendwie eine Garantie? Die Muslimbrüder ist die antisemitischste Bewegung, die man kennt. Die Muslimbruderschaft ist eine Gefahr für die Sicherheit Israels. Die Muslimbruderschaft unterstützt, die hat die Hamas massivst unterstützt, Mursi hat symbolisch, aber auch faktisch die Hamas massiv unterstützt. Deshalb habe ich ja auch gesagt, ich habe Herrn Mursi, das ja hier selbst gefragt, als er in Berlin war, warum er die Hamas so unterstützt. Und dafür gibt es überhaupt gar keinen Spielraum. Wir können nicht mit Leuten zusammenarbeiten, die Hamas unterstützen. Gut, vielleicht ist das auch nochmal ein guter Punkt, um deutlich zu machen, wie schwer es eigentlich ist, deutsche Politik in dieser Hinsicht als nachvollziehbar zu empfinden, weil wir die offensichtlich auch immer relativ angepasst und auch streckenweise hoch euphorisch gestaltet haben. Deutschland und Ägypten. Eine pragmatische Beziehung. Seit jeher. 2011 dann der arabische Frühling. Der Bundesaußenminister jubelt in Kairo. Das, was das Brandenburger Tor für uns Deutsche ist, das ist jetzt der Tahrirplatz für Ägypten. Mit Mohammed Morsi wird ein Muslimbruder neuer ägyptischer Staatschef. Deutschland bleibt bei seiner Unterstützung. Mein Eindruck ist, dass Präsident Morsi als erster demokratisch gewählter Präsident Ägyptens auf Rechtsstaat setzt, auf Demokratie setzt, auf Pluralität setzt, einschließlich religiöser Toleranz. Und das ist uns wichtig. Im Januar taucht dann ein Interview aus dem Jahr 2010 auf. Er bezeichnet darin Juden als Blutsauger und Kriegstreiber, als Nachfahren von Affen und Schweinen. Doch Berlin setzt weiter auf Morsi, empfängt den ägyptischen Präsidenten mit militärischen Ehren. Nach anhaltenden Protesten hat das Militär Morsi abgesetzt und die Führung übernommen. Erst jetzt will die Bundesregierung die Zusammenarbeit auf den Prüfstand stellen. Ja, da möchte
Herr Misfeller, wir sind auf jeden Fall noch mal bei dem Thema. Außenminister Westerwelle steht auf dem Tahrirplatz und begrüßt diese Revolution. War damals schon anzunehmen, dass man sich da nur mit lupenreinen Demokraten auf diesem Platz befindet? Also es gab damals auch bei uns unterschiedliche Einschätzungen. Sie können von mir ein Deutschlandfunk-Interview nachlesen, wo ich von Anfang an gesagt habe, der arabische Frühling, dass ich den arabischen Frühling nicht für, das, für einen großen Fortschritt halte. Da gab es bei uns immer unterschiedliche Einschätzungen und trotzdem kritisiere ich Guido Westerwelle nicht, weil ich glaube, dass er auch gute Gründe hatte, optimistisch zu sein. Ich war damals pessimistisch, er war optimistisch. Das war eine Einschätzungsfrage. Zu dem roten Teppich hier gegenüber Präsident Morsi in Berlin, vor der konkreten Frage standen wir kurze Zeit, bevor Präsident Morsi nach Berlin kam, kam dieses Interview raus, was wir vorher alle nicht kannten. Und da gab es eben auch keinen Interpretationsspielraum. Das hat er so gesagt, das hat er auch so gemeint, was er da gesagt hat. Überhaupt kein Zweifel. Das meint im Übrigen auch der Großteil der Muslimbruderschaft exakt so, wie das gerade in dem Video geschildert worden ist. Und dann war eben die Frage, sagen wir jetzt den Besuch ab oder eben nicht? Und dann haben wir gesagt, es ist der demokratisch gewählte Präsident von Ägypten, auch wenn er uns nicht passt. Und wir versuchen, die Gelegenheit hier in Berlin zu nutzen, mit ihm zu sprechen. Gleichzeitig haben wir alle Wünsche, die er geäußert hat, nicht erfüllt. Mhm. Er wollte ja einen Schuldenerlass und wir haben gesagt, Sie müssen dafür erst die Voraussetzung schaffen. Und wir waren zum Beispiel auch nicht damit einverstanden, wie die Verfassung gestaltet war. Scheinbar liberal, aber gleichzeitig Elemente der Scharia eingeführt, die wir auch sehr, sehr kritisch gesehen haben. Gut, und vor dem Hintergrund, Sie können, wenn Sie vor der Wahl stehen, soll so jemand jetzt kommen oder nicht, dann sagt man lieber nochmal, ist unsere Haltung zumindest, wir versuchen nochmal mit ihm zu reden, ihn von unseren Argumenten zu überzeugen, ohne ihm dafür eine Carte Blanche zu geben oder irgendwie entgegenzukommen. Für ihn war der Erfolg der Besuch ein Misserfolg, weil er Geld von uns wollte, was wir ihm nicht gegeben haben. Okay, aber nochmal zu der Frage jetzt. Jetzt will die Europäische Union die Finanzhilfen, die Militärhilfen den Generälen vorenthalten, die sie vorher den Islamisten aber gegeben haben. In welcher Logik befindet man sich da? Ja, also die Militärhilfen sind ja immer an dasselbe Militär gegangen. Also das war ja kein Unterschied, sondern sie hatten halt dann zwei Pole, die innerhalb der gleichen Administration gegeneinander gekämpft haben. Den politischen Teil von Morsi mit einigen Teilen der Behörden und den Teil in der Wirtschaft, den Teil, den militärischen Teil, der durch die Junta selbst kontrolliert wird. Und das ist eine Abwägungsfrage. Wir haben gesagt, wir wollen Ägypten nicht einfach so aufgeben. Aber wir sagen jetzt auch gleichzeitig, wir können nicht das Militär noch bestärken bei diesen Gewaltexzessen und das noch mit Zahlungen belohnen, sondern wir wollen, dass die im Idealfall, sage ich jetzt, dabei, ob unsere Kraft dafür überhaupt ausreicht als Europäer, das maße ich mir ja gar nicht an. Im Idealfall wollen wir erreichen, dass beide rivalisierende Gruppierungen an einen Tisch kommen und man um eine friedliche Lösung ringt. Aber wir haben bisher gar nicht den Ansatz gefunden, wie man das überhaupt organisieren kann. Die Europäische Union scheint ratlos, Frau Azam. Mhm. Haben wir uns in Libyen zu viel und zu schnell engagiert und in Ägypten zu wenig? Nein, so würde ich das nicht sagen. Aber ich wollte zu Herrn Misfelder noch was sagen zu der Verfassung. Also wenn Sie sagen, Sie haben die Scharia in die Verfassung integriert, die war schon drin. Also Artikel 2 hat sich überhaupt nicht verändert. Ja, also Artikel 2 wurde von der Verfassung von 71 wurde sie 1980 ergänzt zu der Prinzip the principles of the Sharia, die Prinzipien der Scharia sind die Gesetzgebung des Landes. Das wurde nicht verändert. Man hat Artikel 4 dazu genommen, wo die Azhar explizit genannt wurde, und Artikel 219, wo Sunni Islam-Staatsdoktrine ist. Da wurde die Scharia nicht eingefügt, die war schon immer drin. Die Frage ist natürlich in der Verfassung, also ich habe den Text jetzt nicht dabei, aber es gab noch eine weitere Änderung, was die Festlegung angeht, was dann Interpretationsspielraum des wahren Islams ist. Und da wurden gewisse Kompetenzen der Universität übertragen. Der Assad, der Artikel 4. Und das ist eine Sache, die natürlich schon die Verfassungsrealität sehr stark beeinflusst. Gibt also interpretiert das ein säkularisierter Militär oder interpretiert das eine radikale Umstellung? Ganz genau. Wir hatten halt nicht die Chance, wir haben der Richterschaft nicht die Chance gegeben, das zu interpretieren, weil eine Verfassung muss ja auch mit Inhalt gefüllt werden vor Gerichten. Gut. Was nochmal die sehr theoretische Frage in diesem Fall natürlich auf den Tisch legt, ob man sich nicht viel besser erst über diese Verfassung geeinigt hätte und die Verfassung erstritten hätte und dann erst zu Wahlen aufgerufen hätte. Das vom Westen so geliebte Saudi-Arabien, ich bin bereit, darauf zurückzukommen, hat überhaupt nur eine Gesetzgebung und eine Verfassung. Das ist die Scharia.
Und die wird strikt angewendet. Nicht wahr? Und nach der Freitagsmitte werden die Strafen der Scharia, Steinigung und Enthauptung, durchgeführt. Regelmäßig in Riyadh. Wie bei den Taliban. Mhm. Nicht wahr? Also, ich lasse die ja sein, ich will mich ja gar nicht einmischen. Nur wir sollen nicht immer unsere moralischen Kriterien da reinbringen. Also sauber, es gibt keine, die Nahostpolitik. Also wir haben ja schon, wir haben ja schon oft darüber diskutiert, aber das Verhältnis des Westens zu Saudi-Arabiens hat mit wertegebundener Außenpolitik nichts zu tun, sondern vor allem mit Interesse, mit dem Erdöl, mit dem Interesse, was aber sich auch ändern kann. Wenn die Amerikaner ihre Energiepolitik fortsetzen, wird die Nahostpolitik der Amerikaner sich verändern. Es ist genau diese Doppelzüngigkeit, die unsere Zuschauer auch mehrheitlich geäußert haben und vor allen Dingen kritisch besprochen haben. Hier nur mal ein ganz kleiner Auszug von dem, was via Facebook bei uns zu dieser Sendung ankam. Markus Greiner sagt, vergleichen Sie Iran, Saudi-Arabien, Ägypten und Libyen und Sie werden merken, dass der Westen seine wichtigsten Werte sehr selektiv fordert. Jürgen Peek sagt, Mubarak hat Waffen und Geld bekommen, die Muslimbrüder trotz Unterdrückung der Christen ebenso. Jetzt plötzlich entdeckt man sein Gewissen? Fragezeichen. Und Mario Schatney sagt, der Westen taugt nicht zum Tugend- und Demokratiewächter im Nahen Osten. Mittelalterlich brutale Diktaturen wie in Saudi-Arabien genießen Narrenfreiheit, während demokratisch gewählte Muslimbrüder oder die mit Russland verbündeten Alawiten in Damaskus zum Abschuss freigegeben werden. Ist es, Frau Azam, genau diese Doppelzüngigkeit, die den Menschen nicht nur auffällt, sondern die sie auch kritikwürdig finden? Ja, wobei ich so über diesen Aleviten-Vergleich gerade gestolpert bin in Syrien. Ja, okay, es geht jetzt um Ägypten, aber ja, natürlich wird mit zweierlei Maß gemessen. Mhm. Also, und ich glaube, Demokratie ist kein Exportgut. Man kann nicht sagen, wir packen es schön ein und wir exportieren es und packen es und es funktioniert. Ja, so. Und in 100 Jahren wird es schon irgendwie klappen. Ja. Das wird so nicht sein. So geht das nicht. Also es wird immer nachdem, man muss sich die Gegebenheiten im Lande anschauen. Man muss sich die Gegebenheiten im Lande anschauen und dann ist ja trotzdem die Frage, kann es überhaupt so etwas wie eine islamische Demokratie geben? Ist es möglich, den Islam mit Demokratie zu verbinden? Warum nicht? Christentum ist auch mit Demokratie vereinbar. Ja, Da war die Aufklärung noch dazwischen. Und die Frage ist, können Sie mir sagen, bitte sagen, nennen Sie mir die aufklärerischen Elemente in der Religionsgeschichte des Islams. Also das Christentum hat über Jahrhunderte sich blutrünstig an allen möglichen vergangen. Und deshalb ist das mit der Frage, wie ist übersteigerte Religiosität überhaupt zu verbinden mit Demokratie, schon interessant. Ich glaube, es funktioniert nur, wenn wirklich die Aufklärung... Also wenn ich dazu etwas sagen kann, weder der Islam noch das Christentum taugen zur Demokratie. Erst müssen sie politisch entmachtet werden und dann Teil der Gesellschaft und nicht alles von oben bestimmen. Solange das Christentum alles von oben bestimmt hat, hier gab es auch keine Demokratie. Im Gegenteil, alle Grundrechte und Menschenrechte, die wir heute haben, wurden gegen den Abwehr der katholischen Kirche auch erworben. Also Toleranz, Nächstenliebe ist eines der Gebote der katholischen Kirche. Und Frauenrechte, persönliche Rechte, Freiheitsrechte wurden alles gegen den Abwehr. Was ich sagen will, Religionen sind in ganz anderen Zeiten entstanden und haben zu ganz anderen Gruppen gesprochen, die ganz andere Herausforderungen hatten. Das eins zu eins zu übertragen und heute daraus Demokratie zu machen, wird nie funktionieren. Scharia bedeutet die Herrschaft Gottes auf Erden. Demokratie bedeutet, dass Menschen selbst diese Gesetze durch Verhandlung miteinander bestimmen können. Gut. Der Mann, der vor zweieinhalb Jahren darauf schon aufmerksam gemacht hat, dass der Westen nämlich immer versucht, wie eine Religion die Demokratie in den arabischen Raum zu tragen und mit diesem Modell, mit unseren Mustern scheitern wird im arabischen Raum. Herr Schollatour, sind für Sie Demokratie und Islam, politischer Islam, überhaupt zu verbinden? Ja, unsere Form der Demokratie ohnehin nicht. Aber laut Enzelsberger sind wir also selber schon in einem postdemokratischen Stadium. Nicht? Also so lupenrein ist unsere Demokratie auch nicht mehr. Also wenn man allein die Herrschaft der Medien betrachtet,
so weiter. Da gibt es eben doch sehr starke Beeinflussungen inzwischen. Und die Einseitigkeit, sicher die irreführende öffentliche Meinung, hat man ja am Beispiel Syrien zum Beispiel gesehen. Ich war wirklich ein konzentrierter Beschluss gewesen. Und am Beispiel Iran, muss ich ehrlich sagen, das einzige Land, das ein Minimum an Demokratie hat, ist die Islamische Republik Iran. Da ist ein Parlament mit verschiedenen Parteien. Da wird gefummelt, da wird natürlich arrangiert. Aber dieses Mal ist zum Beispiel der Horani, das war nicht der Kandidat des obersten geistlichen Führers. Er ist trotzdem gewählt worden. Aber die haben ihn ja vorher ausgesucht. Die haben ihm vorher gesagt, sie dürfen kandidieren. Aber es gab ja doch drei andere, die noch näher standen. Herr Schollatour, ich verstehe, dass die Demokratie müde sind. Sie haben sehr viel Demokratie gesehen und erlebt. Aber es gibt junge Massen. Es gibt junge Massen in der arabischen Welt, die genau diese Freiheit und diese Demokratie wollen. Und sie sind auch Muslime und sie sind bereit, die mittlerweile... Ich darf meinen Satz zu Ende bringen. Sie sind auch Muslime. Es gibt keinen Widerspruch zwischen Muslim sein und Demokratie. Es gibt aber zwischen Islam und Demokratie. Und das ist ein bedeutender Unterschied. Und viele junge Menschen in der arabischen Welt begreifen das mittlavele, führen einen gesellschaftlichen Diskurs darüber. Dass sie Iran als demokratisch bezeichnen, ist für mich ein Skandal, weil Demokratie wird nicht an Wahlen gemessen, sondern an Menschenrechten, an Frauenrechten. Und da ist Iran ganz hinten. Ja. Darf ich dazu was sagen? Ja. Ich möchte ganz gerne was dazu sagen. Erstmal nicht nur Iran als demokratisches Land, wie Sie das gesagt haben, sondern auch Malaysia ist ein islamisches Land oder die Mehrheit dort sind Moslems und die sind sehr demokratisch, erstens. Zweitens, was der Abdulsamad sagt mit dem Thema, Islam und Demokratie passen nicht zusammen, sondern die Moslems und die Demokratie, das würde ich sehr kritisch anschauen, weil die Frage ist, wie ist die Auslegung von dem Islam und welchen Islam meint genau der Herr Abdulsamad mit dem Islam passt nicht zu der Demokratie. Die erste Quelle von dem Islam oder wie man den Islam richtig verstehen und liberal verstehen möchte, dann ist es in erster Linie demokratisch. Aber bis heute ist es nicht ausprobiert. Und als Insider-Information, wie es in Ägypten war, in dem einem Jahr von Morsi wurde überall kritisiert. Das Tor von dem Präsidentenpalast wurde mit Bulldozer von Demonstranten weggerissen. Tag und Nacht, alle Medien, alle Sender, alle Zeitungen haben ihn kritisiert. Anfangs von seinem, Geruch, Körpergeruch, bis auf seine Frau, wie sie angezogen ist, bis auf Gerüchte, wie sein Sohn, lassen Sie bitte mich ausreden, wie sein Sohn durch Vätern, Wirtschaft und Gesellschaften zu bestimmten Jobs kommen sollte und so weiter und so fort. Und trotzdem hat er all diese Demonstrationen und Oppositionen gegen ihn arbeiten lassen, sehr demokratisch und sehr liberal. Und gerade als der Militär, das Militär sich entschieden hatte, Morsi wegzutreten mit Gewalt, was hat das Militär in Ägypten gemacht? Über 1000 Tote, Leute verbrannt, deren Leichnam verbrannt und nicht mal deren Angehörigen, die die Möglichkeit gegeben hatte, ihre Leichname zu beerdigen. Insofern ist das demokratisch. Fakt ist, wann immer Islamisten, damit man das auch empirisch auflöst, wann immer Islamisten an der Macht kamen, die strebten an der Macht. Entweder kamen sie an der Macht und verwandelten ihre Gesellschaften in Freiluftgefängnissen, wie in Iran, Taliban, Saudi-Arabien, in Sudan, Somalien. Oder sie wollten die Macht und wurden davon gedrängt. Oder die Islamisten wollten an der Macht und wurden davon gedrängt. Dann verwandelten sie sich in terroristische Organisationen wie in Algerien, in Mali, in Libyen und jetzt in Ägypten. Und deshalb kann kein Mensch mehr sagen, sie sind demokratisch. Nein, sie benutzen die Demokratie nur als trojanisches Pferd, um an der Macht zu kommen. Und dann versuchen sie, die Spielregeln von innen zu verändern, damit sie von der Macht sie nie wieder wegrücken. Sie befürchten, dass der demokratische Aufbruch in Ägypten jetzt noch eine Chance hat oder jetzt dann eigentlich keine Chance hat? In Ihrer Theorie muss jetzt mit dem Militär eigentlich eine bessere Chance für eine Demokratisierung geben als unter Morsi? Diktatur mit Liberalen nach seiner Meinung ist besser. Ich sehe die Zukunft
die Demokratie für Ägypten ist eine Bestimmung und keine Option. Sie wird kommen, der Preis dafür ist hoch. Der Kelch, der, von dem die Europäer getrunken haben, geht an die islamische Welt nicht vorbei, weil man die Hausaufgaben Jahrzehnte und Jahrhunderte lang nicht gemacht hat. Aber die Demokratie wird kommen, weil eine junge, hungere Generation in der arabischen Welt das will. Frau Azam, Sie sagen, der demokratische Aufbruch, der arabische Frühling ist zu Ende oder er hat jetzt eine neue Chance? Ich sehe das nicht als Chance, aber ich sage auch nicht, dass es zu Ende ist. Also wir können immer noch auf die Straßen gehen und protestieren. Aber ich sage nicht, dass man eine Demokratie mit Gewalt schaffen kann. Wollen wir jedes Mal putschen, wenn uns der Präsident nicht gefällt? Mhm. Also das ist eine, glaube ich, jetzt berechtigte Frage. Das kann es nicht sein, dass man die Demokratie so aushebelt und sagt, ja, Demokratie für die meisten Menschen, aber nicht für Religiöse oder Islamisten. Okay, Herr Okascha, wir haben Sie dazu schon gehört. Entschuldigung, ich wollte Herrn Missfelder noch mal fragen. Aus Ihrer Sicht greift jetzt nur noch Ratlosigkeit und wir wählen wie in Syrien nur noch, wem wir Waffen liefern und entscheiden uns dann sowieso immer für die Falschen? Nein, es ist nicht so, aber unter Präsident Obama ist es eben so, dass die USA nicht die Ordnungsmacht sind, wie das vielleicht unter George Bush war oder unter Bill Clinton, die viel mehr interveniert sind als Obama. Obama zieht sich überall zurück. Und die amerikanische Innenpolitik lässt es auch nicht zu, dass er sich weiter engagiert. Ja. Unsere Möglichkeiten könnten darin bestehen, dass wir zum Beispiel die Türkei nutzen und gemeinsam mit der Türkei auf die Muslimbruderschaft einwirken. Es gibt eine enge Verbindung zwischen Erdogan. Es gibt eine enge Verbindung. Ja, ich sehe Erdogan da auch kritisch, aber ich rede ja über Realpolitik und nicht über Wünschte was. Ich bin der Meinung, dass wir Herrn Erdogan ansprechen müssen, weil er eine enge Verbindung zur Muslimbruderschaft hat. Und er hat vielleicht die Möglichkeit, die Muslimbruderschaft an einen Tisch zu bringen mit dem Militär, und die Möglichkeit, aufs Militär einzuwirken, haben wir. Wir sind ja an einer friedlichen Lösung interessiert, an einer kurzfristigen friedlichen Lösung, die langfristig dann vielleicht etwas Besseres entwickeln lässt. Aber nicht an einer Situation wie jetzt. Aber nach der Vermittlung kann Deutschland auch, statt jetzt die Ägypter zu bestrafen und diese Lieferung zu stoppen, ich habe schon 2011... Das wäre eine Belohnung, wenn wir es machen würden. Ich habe aber 2011 darum plädiert, dass Deutschland die ägyptische Polizei umtrainiert. Das ist das, was wir haben wollen. Passiert die ägyptische Polizei. Ihre Mini-Partei da, die überhaupt nichts zu sagen hatte. Ich habe keine Partei, Herr Schollatow. Sie existieren doch gar nicht im politischen Spiel. Sind die Chancen, ich will etwas sagen, mich um einen moderierenden Schluss? Ich wollte Sie ehrlich gesagt fragen, ob Sie glauben, dass die Chancen für Ägypten jetzt besser sind oder schlechter geworden sind? Schlechter, natürlich. Also da war Mubarak besser. Wahrscheinlich hat das Militär dem Mubarak quasi leid, nämlich er wollte seinen Sohn Gamal als Nachfolger einsetzen. Ja. Und dadurch hat das Militär erlaubt, dass Tahrir überhaupt stattgefunden hat. Die Schicht der Diktatur. Wir haben eine Diktaturzwiebel, Mubarak war ganz oben. Man muss alle Diktaturzwiebeln hintereinander. Gegenüber dem Sisi war es ein gemäßigter Mann. Dieses Sicherheitsdenken aus den 60er Jahren, das ist schon veraltet. Das ist schon Schnee von gestern, Herr Schollatour. Es gibt einen sehr vernünftigen Menschen. Sie verteidigen das Militär. Ich verteidige nicht das Militär, ich sage nur, Mubarak musste weggehen, damit die nächste religiöse Diktatur sichtbar wird, damit die Bevölkerung auch dagegen vorgehen. Die Bevölkerung muss auch gegen andere Schichten der Diktatur vorgehen, genauso wie in jeder Gesellschaft. Ja, aber sie stehen für Status quo, wenn das alles eingefroren werden, weil sie im Kalten Krieg stecken geblieben sind, Herr Schröder. Sagt er gleich nochmal, der persönliche Gedanke kommt nun zum Schluss. Ich habe einen Mann, für den ich eine große Achtung hatte. Das ist der Vorsitzende der Joint Chief of Staff in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und der ist gefragt worden, was können wir denn in Syrien unternehmen militärisch? Hat er gesagt, das kann ich Ihnen sagen. Wir können Luftrufverbot machen, wir können die Luftwaffe abschießen, wir können sogar Kommandos reinschicken und so weiter. Das kostet pro Woche so und so viel Milliarden. Und ich sage Ihnen nicht voraus, dass das nicht alles schief gehen wird. Wenn diese Sprache auch, sagen wir, deutsche Generale gehabt hätten, vor dem Hineingehen in Afghanistan, wo man angeblich nur Mädchenschulen und Brunnen gebaut hat, dann wäre das sehr, sehr, sehr achtbar gewesen. Also der General Dempsey, der jetzt auch wieder gesagt hat, ich kann natürlich die syrische Luftwaffe vernichten. Aber was dann? Was ist der Preis? Ich danke für diese Runde.
Vielen herzlichen Dank für Ihr Interesse. Merci an die Diskutanten hier heute Abend. Jetzt geht's weiter mit, ich sage es ungern, aber spannender Film, ein Fall für zwei. Ihr warst gerade ein Fall für sechs. Wir sehen uns nächste Woche wieder und zwar nicht erst am Donnerstag, sondern wenn Sie mögen, schon ab Dienstag alle Tage die Woche zu unserem Sonderformat anlässlich der Wahl am 22.09. Wenn Sie mögen, also schauen Sie ab Dienstagnacht da schon mal rein oder Dienstagabend da schon mal rein. Und für alle Fragen, die Sie unter Garantie noch haben, steht Ihnen Lubna Azam zur Verfügung die nächsten 30 Minuten. Ganz herzlichen Dank Ihnen. Bleiben Sie heiter irgendwie. Tschüss, bis Dienstag.